sollte man tatsächlich bedanken, vor allen Dingen bei dieser Variante. Stefan hat es schon angedeutet, ne? 1100 Euro ist kein Taschengeld, ganz und gar nicht. Klar, Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt, aber 2,2 auszugeben, damit ich an einem Wochenende zwei Schüsse habe, ist natürlich das eine. Dann und zu sagen, dann auch beide repariert werden müssen, wohlgemerkt. Genau, das kommt noch dazu. Und dann aber zu sagen, zumindest als Backup für die Veranstaltung, habe ich den Rückenprotektor und die Hüftprotektoren noch dabei. Auch eine Option und lässt sich ganz einfach austauschen. Ich habe jetzt den TechAir 10 mal angezogen. Stefan hat mir dabei geholfen. Ich blende es euch jetzt hier mal ein. Das Anziehen an sich war überhaupt gar kein Problem, aber die Airbag-Blase, die war so ein bisschen Schäps, wie man so schön sagt. Stefan musste mir das ein bisschen helfen, beziehungsweise ihm ist tatsächlich eher aufgefallen, dass in den Bereichen wie hier zum Beispiel an der Hüfte und auch am Rücken und hier im Schulterbereich, die so ein bisschen, wie sagt man? Überlappbar. Umgeklappbar. Kann sein, die Schulterpartie und eben auch hier die Hüftpartie ist hier so abgesteppt. Es kann sein, dass sich das, wenn die Airbag-Blase öffnet, entfaltet. Wir wussten es aber nicht und daher gleich mal ein Tipp von unserer Seite. Achtet da auf jeden Fall drauf, wenn ihr dieses System benutzen solltet, wenn ihr es ausprobiert, wenn ihr damit fahrt. Es ist natürlich ein Komfortaspekt und natürlich kann ein Sicherheitspunkt sein, wenn das Ding nicht richtig öffnen kann. Das wollen wir natürlich nicht. Und deshalb, hier sind die Öffnungen dafür drin. Hier läuft der Airbag her, kurz eben selber reinfassen, dass der schön flach anliegt, diesen Topflappen sozusagen. Dasselbe auf der anderen Seite, kurz rein, über den ganzen Oberschenkel verteilen, den Rücken kontrollieren, passt auch. Und hier vorne an der Brust dasselbe haben wir hier oben auch, wo man oben reingreifen kann. Und da im Grunde einfach alles nur gerade ziehen und dann klappt das Ganze. Genau. Damit das alles klappt, muss aber das gute Stück natürlich eingerichtet werden. Es gibt Bluetooth-Konnektivität, es gibt auch eine relativ dicke Betriebsanleitung. Das sind natürlich mehrere Sprachen, aber es gibt auf jeden Fall ein bisschen was zu beachten. Und was mir jetzt, beziehungsweise uns beim Anziehen direkt aufgefallen ist, ich lege das mal ganz kurz zur Seite, ist dieser Aktivierungschip, will ich mal sagen. Aktivierungsgurt. Genau, das passiert über den Gurt. Der Gurt wird geschlossen wie bei einem normalen, wie nennt man es, Nierengurt. Ne? Und dann kommt eben dieser Aktivierungschip drauf, wo auch die Leuchten angebracht sind, die über den Status informieren. Der wird hier quasi so reingeklettet auch. Allerdings muss ich natürlich sagen, nicht so ganz eine optimale Position für dieses System. Denn wenn ich jetzt mich sportlich auf der Rennstrecke bewege, möchte ich natürlich mich auch am Motorrad abstützen, mit dem Bauch eventuell auf den Tank legen. Und da ist diese Positionierung zumindest im, ich sag mal, Trockenbetrieb etwas eigenartig. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, es beugt mich nach vorne, spüre ich das auch so ein bisschen. Weiß ich nicht, ob das optimal ist. Und du hast vor allen Dingen, du hast keine Infos. Also genau. Das ist ja in der Kombi drin. Deshalb machen sehr viele die Anzeige raus. Die hat ja hier den Klettverschluss. Da machen sie entweder per Klett das auf den Unterarm drauf in der Kombi oder halt eben in so ein Einschubfach. Damit du dann in diesem System praktisch wieder die Informationen bekommst, wie es bei dem Tech Race E hier schon fester verbaut war. Vorteil ist halt eben bei dem Race E, ich kann stürzen, das System bleibt drin. Ja. Der könnte mir irgendwo um die Ohren fliegen. Wenn es aus dem Wenn ich gestürzt bin, natürlich, dementsprechend. Genau, also das ist jetzt nur graue Theorie, aber es macht natürlich Sinn, das zu erwähnen. Ansonsten muss ich sagen, fühlt sich das Teil sehr gut an. Ich habe so ein bisschen Bedenken gehabt, zwecks Komfort, aber ja, also qualitativ sehr hochwertig, Tragekomfort ist wirklich gut. Und das ist jetzt hier Größe L, der sitzt auch schraff, würde ich sagen, sitzt sehr gut, drückt nirgends. Ich bin am Hals so ein bisschen empfindlich, also es stört mich jetzt nicht direkt, aber ich glaube auf Dauer. Problem gelöst. Warst du hoch zu? Oder man kann es ein bisschen öffnen, meinst du? Genau. Ja, aber das ist ja, ich sag mal, nicht im Sinne des Erfinders. Das soll natürlich eigentlich perfekt geschlossen sein. Aber das ist personenabhängig. Also ich bin da einfach Wenn ein bisschen Personen empfindlich. Am Hals empfindlich sind, ist gerade der hervorragende Position des Reißverschlusses, diesem Abhilfe zu schaffen, indem man einfach nicht zuzieht. Ja, und das ist natürlich so ein Ding, der Reißverschluss ist an der Seite, also nicht hier in der Mitte, von daher vom Tragekomfort auf jeden Fall auch besser. Das bringt uns aber tatsächlich auch zum Airbag selber. Wir haben das Race E-System mit dem relativ raumgreifenden
Airbag über den Brust- und Oberkörperbereich. Das ist ja bei diesem nicht gegeben. Macht ja auch Sinn, weil ich muss ja reinschlüpfen. Ich habe hier diesen Reißverschluss, das heißt, es ist halt nicht über den Rippenbogen. Kann Vorteil, kann Nachteil sein, ich weiß es jetzt nicht. Die Brust ist natürlich geschützt, die Schultern sind natürlich geschützt, die Hüften sind geschützt. Und Stefan ist gerade aus dem Bild gehuscht. Der holt jetzt nämlich gerade die Blase quasi vom Race E-System. Mal so drüberlegen zum Vergleich. So, wir legen das jetzt mal so drüber. Also hier ist an den Seiten der Bereich, den ich jetzt hier so andeute, der ist halt hier bei dem System abgedeckt. Hier etwas mehr Fläche im Rippenbereich. Mhm. Aber, was man natürlich auch an der Stelle dazu sagen muss, großer Unterschied bei dem Tech Air 10, er ist einfach, geht viel tiefer. Also auch der Airbag geht bis über den Steiß bzw. bis Mitte Gesäß und deckt natürlich dadurch mehr Fläche ab im Rückenbereich als das Race E-System. Und wie gesagt, die Hüftgeschichte, natürlich ein Punkt, der nicht zu verachten ist an der Stelle. Also hier habt ihr mal den direkten Vergleich zwischen den beiden Systemen. Ich denke, das ist interessant für euch. Und wir haben ja tatsächlich noch die Entscheidung ausstehen, welcher Airbag denn tatsächlich in die Kombi kommt. Und da ist natürlich die Fläche ein wichtiges Kriterium und vor allen Dingen diese Hüftgeschichte. Mhm. Aber das lässt sich ja natürlich abdecken durch einen Protektor. Es ist natürlich dann kein Airbag, aber ich habe ja sprichwörtlich die Schutzerfahrung gemacht mit Stefans Paramount Beckenschutz. Genau. Und da hatte ich ja überhaupt gar nichts. Das heißt, ich tendiere auf jeden Fall zum Race E und das hat einen Komfortgrund, also nicht Komfort, aber einen Bequemlichkeitsgrund. Ich mag nämlich lieber, wenn ich jetzt den Kombi trage, einen Standard-Unterkombi, dann kann ich mal schnell das Oberteil ausziehen, dann kann ich den Rest anlassen. Ich bin tatsächlich auch ein Freund von diesen zweiteiligen Unterkombis, also wo ich eine Hose habe und das Oberteil, sodass ich das getrennt tragen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich muss halt in der Mittagspause mich immer aus diesem Ding rausschälen, das will ich natürlich auch. Und den Kombi dafür ausziehen, was du jetzt ja auch nicht immer machst. Also da tendiere ich auf jeden Fall zum Race E. Und Michael, ein ganz gravierender Unterschied ist, gerade für den Rennstreckeneinsatz, wenn ich am Wochenende auf der Rennstrecke bin und sollte mehrere Stürze haben, der hier habe ich nur einen Schuss, ja, dann ist der vorbei und habe dann keinen Airbag mehr. Bei dem Race E, den wir bevorzugen, deswegen biete ich auch dem Modell am besten an, habe ich ja zwei Stürze, ja, gut. Ja? Und wer, wie gesagt, der Kombi ist gebaut worden, aber wenn ich sagen, du könntest stürzen, sondern du wirst stürzen. Und genauso hast du dann die doppelten Schutz im Grunde bei den Airbag. Genau. Ne? Und bei dem Tech 10 musst du halt eben dir ein, zwei, drei Modelle holen. Und das wiederum schlägt ganz schön wieder rum in die Kasse. Genau. Wichtiger Punkt. Ne? Also Kosten sind bei dem System ca. 1100 Euro. Es ist tatsächlich der teuerste im System. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hä, es sind ja beides Race-Systeme. Den gibt es ja auch, ja, in der Race-Konfiguration. Warum löst denn der Race E zweimal aus oder kann zweimal auslösen und der Tech R10 nur einmal? Das hat einen Volumengrund, denn ich habe natürlich mehr Fläche abzudecken. Genau. Also wir haben die Hüften jetzt damit geschützt, das ist ja bei dem anderen nicht. Der Rücken ist deutlich länger. Ich habe hier ein bisschen was weggenommen, aber es braucht einfach mehr Volumen. Deswegen müssen beide Kartuschen auslösen, um maximale Sicherheit im Sturzfall zu garantieren. Und deshalb haben wir bei uns dann gelöst, dementsprechend hier statt der Airbag-Blase im Beckenbereich, haben wir schon seit über 10 Jahren unseren klassischen Beckenschutz dementsprechend, der das genauso abdeckt. Bitte mal eindrehen. Der ist genauso wie das ganze Gesäß abdeckt und damit die Hauptstoßstelle abdeckt und auch die Knochen schützt. Absolut. Deswegen von meiner Seite die Kombination mit dem neuen Kombi Race E und Protektoren. Das liegt natürlich aber im persönlichen Ermessen. Wie gesagt, das ist eigentlich eher so ein Bequemlichkeitsgrund. Zwei Top-Modelle. Das eine ist das etablierte, das ist das neue. Ja. Alle neuen Sachen muss ich erstmal bewähren dementsprechend. Aber es sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und es sind zwei Top-Systeme, was auf jeden Fall den Anschaffungsgrund ausgeht, weil sie bedingungslos funktionieren. Genau. Also was auch noch dazu kommt, ist natürlich, es ist Elektronik. Ne? Das heißt, wir haben eine Betriebsdauer, die ist bei den Kombis immer so circa 24 Stunden. Mhm. Ladezeiten je nach System zwischen 4 und 6 Stunden. Und Konnektivität über Handy-App, Bluetooth, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das muss natürlich an der Stelle alles beachtet sein und es muss natürlich auch dafür gesorgt werden, dass das System lädt. Wichtiger Punkt, wenn es auslöst, ist eine Wartung fällig. Bei dem Race E wird auf jeden Fall nach dem Auslösen die Airbag-Blase
und die Kartuschen gewechselt nach dem zweimal. Nach der zweiten Auslösung, also wenn Kartusche 1 explodiert, Kartusche 2 explodiert, dann wird auf jeden Fall die Blase ausgetauscht und das kostet 300 Euro. 299, genau. Also ein wichtiger Punkt gehört natürlich auch dazu. Gleiches gilt, wir haben ein Stück Technik am Körper. Das bedarf natürlich auch Wartung. Das sind 500 Betriebsstunden bzw. 2 Jahre. Das gibt Alpine Stars für die Systeme als Wartungsintervall an. Und das war's tatsächlich. Das muss in Anführungsstrichen beachtet werden. Also ist deutlich mehr Aufwand als ein normaler Rückenprotektor, sage ich jetzt mal. Aber bedeutet natürlich auch schlichtweg ungleich mehr Sicherheit, absolut. Ist ja logisch, du hast auch viel mehr Fläche abgedeckt, ne, als ein Rückenprotektor. Genau. Und alles, was elektronisch ist, muss gepflegt und unterhalten werden. Und da gehört die Inspektion halt eben dazu. Absolut. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt an der Stelle. Ihr fragt euch jetzt die ganze Zeit, ja, wir reden hier über logischerweise den Skillskin-Kombi und die Alpine Stars Airbag-Systeme. Es gibt natürlich noch andere Airbag-Systeme, das muss man an der Stelle natürlich dazu sagen. Für mich jetzt Fokus hier in diesem Video natürlich auf Alpine Stars, weil dieses System hier vorbereitet ist im Skillskin-Kombi. Aber du hast auch angedeutet, du kannst diesen Alpine Stars Airbag theoretisch auch in alle anderen Kombis bauen, Marken, die Voraussetzungen erfüllen dementsprechend. Und dann noch checken wir hier vor Ort die Kompatibilität und die Anbaumöglichkeiten. Und wenn nicht, können wir sie halt eben herstellen. Also noch ein wichtiger Punkt, falls ihr euch jetzt fragt, ich habe ja gar kein Skillskin-Kombi oder ich habe ja gar kein Alpine Stars-Kombi. Diese Produkte lassen sich aber tatsächlich kombinieren. Und was mir an der Stelle noch einfällt, sagt, ich habe gar keinen, sondern es ist natürlich die Kombi. Da habe ich schon mehrmals eine Bemerkung dazu bekommen. Also ich mixe das manchmal so ein bisschen durch, aber es ist natürlich die Kombi. Fiel mir jetzt gerade wieder auf. Also, Kombi ist kein K.O.-Kriterium. Ihr könnt euch da auf jeden Fall mal schlau machen. Wenn es grundsätzlich um das Thema geht, ist natürlich Stefans Kontaktdaten sind hier unten drin. Und was natürlich ein wichtiger Punkt ist, das dürfen wir auch nicht vergessen an der Stelle, es kann natürlich auch zum Worst-Case-Wochenende kommen. Das ist ein wichtiger Punkt, das dürfen wir nicht vergessen. Wenn ich den Tech Air 10 habe, habe ich einen Freischuss sozusagen oder einen Schuss. Und wenn ich den Tech Air Race E habe, habe ich noch einen zusätzlichen Freischuss. Das sind 2 Auslösungen. Aber es ist dann im Fall der Fälle, ich habe kein Ersatzsystem dabei und bin 2-mal so gestürzt, dass der Airbag ausgelöst ist, aber ich noch fahren kann, weil ich natürlich gesund bin und auch B, das Moped das noch hermacht. Dann haben wir natürlich die Option. Und auch die Kombi funktioniert hat. Wichtiger Punkt. Dann haben wir natürlich noch die Option zu sagen, wir nehmen das System raus und machen Rückenpanzer rein und den Beckenschutz damit rein. Genau, das lässt sich einfach reinkletten. Plug-and-Play-System bei uns drin. Genau, diese Option gibt es natürlich auch noch. Sollte man tatsächlich bedenken, vor allen Dingen bei dieser Variante. Stefan hat es schon angedeutet, ne? 1100 Euro ist kein Taschengeld, ganz und gar nicht. Klar, Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt, aber 2,2 auszugeben, damit ich an einem Wochenende 2 Schüsse habe, ist natürlich das eine. Dann zu sagen, auch beide repariert werden müssen, wohlgemerkt. Genau, das kommt noch dazu. Und dann aber zu sagen, zumindest als Backup für die Veranstaltung habe ich den Rückenprotektor und die Hüftprotektoren noch dabei. Auch eine Option und lässt sich ganz einfach austauschen. Ja, jetzt würde ich sagen, anziehen. Anziehen, so sieht's aus. Viel Spaß. Sitzprobe die erste. So, ihr seht es, der Kombi ist wieder an, diesmal in der finalen Konfiguration mit dem Alpine Stars Tech Air Race E System und ich muss sagen, jetzt ist die Sache auch richtig bequem und ja, wie gesagt, fühlt sich alles dicht. Genau. Fühlt sich für einen niegelnagelneuen Kombi an wie super bequem. Rein zufällig passt dieses Paramount-System von der Becken, genau wie die Protektoren, die anderen auch, in alle anderen Kombis rein, weil es muss nicht immer eine Maßkombi sein, für totale Sicherheit. Genau, wichtiger Punkt. Wir hatten das Thema am Beginn des Videos ja schon mal mit dem Unfall und auch mit der Schutzwirkung der Protektoren, die in meinem alten Speedy-Kombi drin waren. Da hatte ich ja tatsächlich das System umgepflanzt oder beziehungsweise einrichten lassen, in den Nachfolgekombi wieder eingepflanzt, weil es halt einfach so gut den guten Dienst getan hat. Jetzt hier auch wieder drin. So, jetzt geht es aber tatsächlich noch ans Eingemachte, weil im Stehen ist ja das eine, sitzend das andere. Richtig, Fahrposition ist das Allerwichtigste. So, dann du hältst erstmal fest. Nehmen Sie Platz, junger Mann. Nehmen Sie Platz. So. Okay. So.
So, ich fühle mich wohl und ist auch alles bequem. Linkskurve? Linkskurve. Reinlenken sauber, Knie aufstellen. Jawohl, absetzen und geht von ganz allein. Nichts drückt. Vor allen Dingen, wir hatten es ja vorhin schon, bei mir ist halt der Hals halt sehr empfindlich. Ja. Grundsätzlich, und das ist ja auch beim Kombi oftmals so eine neuralgische Stelle, aber hier sehr bequem alles. Das Thema ist eben halt, die Maßarbeit ist die Pflicht und die Konstruktion ist die Kür. Und du siehst, sobald du in der Schräglage bist, hast du auf der lastenden Seite die Entlastung der Kombi und umgekehrt. Das heißt, der Kragen hinten sieht sauber an, er drückt dich hier mit nirgendwo ab. Du hast dementsprechend die Gelenkzonen, wo du das alles brauchst, dementsprechend. Bündchen sind nicht zu lang, du hast den Unterarm genügend, obwohl er dick geschützt ist. Ja. Du hast hier unten im Schrittbereich, klappst du zusammen im Grunde, wie es das Ganze gehört, weil der Leistenverlauf drin ist. Oberkörper reißt nicht. Ja? Und so hast du im Grunde jetzt das ganze Gewicht links in den Protektor reingelegt. Ja. Ja? Und jetzt die ganze Entlastung dementsprechend drin. Ja. Und dann wieder aus der Kurve hochkommst. Ja? Bist du wieder im Gleichgewicht dementsprechend. Ja. Der Kragen gibt nach hinten nach. Ja? Und so gehen alle Elemente dementsprechend sauber mit. So in die Richtung, wo du halt eben dich bewegst. Ja, und was man tatsächlich auch sagen muss, du hast es ja gerade schon angedeutet, Gewicht im Protektor. Wir haben ja gerade eben die Knieübung schon gemacht und auch da, also bei extremen Bewegungen, zwickt nichts, drückt nichts, wird nichts unangenehm abgeschnürt. Das ist ja, kommt ja doch an der einen oder anderen Stelle mal vor. Und wie lange habe ich den Kombi jetzt schon an, hier, seitdem ich hier bin? Also seitdem der halbe Stunde bestimmt schon? Ja, locker. Und es fühlt sich echt so an, dass würde ich mich damit jetzt auch gleich ins Auto setzen und nach Hause fahren. Also deswegen ist der Feel-Good-Suit. Absolut, absolut. Also ich fühle mich tatsächlich sehr wohl drin und ich hoffe, ihr könnt es am Gesichtsausdruck ablesen. Das ist auch kein Gequatsche, sondern es ist wirklich, so sollte es sein. Mhm. Und ich kann einfach nur empfehlen, versuch das mal mit einer Maßkombi. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich habe meine andere Kombi ja natürlich noch, auch mit dem Paramount-Protektoren-Update. Aber ich merke jetzt schon, dass es wahrscheinlich schwierig wird, wenn ich dann wieder in diese reinkriechen muss, weil halt einfach sehr komfortabel, sehr angenehm. Gut. Stefan, so, damit sind wir tatsächlich am Ende vom Video angekommen. Im Sinne, und eine Bitte noch. Ja. Die Sachen funktionieren. Probier sie nicht aus. Auch trotzdem kann das richtig wehtun, wenn du abfliegst, weil du hast noch Hände und Füße wohlgemerkt. Ich will es auf keinen Fall probieren, ich will es auf jeden Fall nicht versuchen. Deine Protektoren habe ich ja getestet, die sind auf jeden Fall schon für gut befunden, da muss ich das nicht mehr machen. Und er ist ja nicht nur sicher, sondern ich finde halt auch sehr, sehr schick geworden. Das wäre natürlich schade, wenn wir jetzt dieses Design und die neue, frische Optik ruinieren, das wollen wir natürlich nicht. Was ich aber tatsächlich noch sagen wollte, es ist ja nicht nur ein Video gewesen, sondern eine gesamte Videoserie. Also auch von der Seite nochmal eine Empfehlung für euch, falls ihr jetzt erst eingestiegen seid. Es gibt, wie viele Videos haben wir jetzt zusammen gemacht? Also, vier. Ich glaube vier, ne? Vier? Also wir haben zum Airbag damals. Zum Airbag damals, zum Protektion haben wir gemacht. Protektion zum Umrüsten auf einen, in dem Fall Speedy-Lederkombi. Das geht aber natürlich auch für etwaige andere Modelle. Genau. Und was war Umrüstung, Airbag? Und noch irgendeins. Guckt einfach nach. Ja, genau. Ach genau, wir haben natürlich einmal den Speedy Kombi 1 ausgerüstet und beim zweiten Mal haben wir das hier umtransplantiert. Genau. Also das geht auch. So ein schöner Nebeneffekt. Also Protektoren sind wiederverwertbar. Kombi war zwar kaputt, Protektoren waren noch gut. Das wurde dann. Das Sicherheitskonzept, was du einmal bezahlst, ist auf jede weitere Kombi übertragbar. So sieht's aus. Und spätestens dann hat sich die Höheninvestition schon mal rentiert. Auf jeden Fall. Also ich kann es euch nur empfehlen, schaut da mal rein. Falls ihr sonst Fragen habt, also sei es jetzt zum Design, zur Passform, zu Dingen, die ich beantworten kann, vielleicht auch einfach nur Größe, Gewicht, Ernährung, was auch immer, was ja so da eine Rolle spielt, könnt ihr mir hier gerne in die Kommentare schreiben. Falls es kombispezifische Themen sind, wenn es um Konstruktion, wenn es um Auswahl der Materialien, wenn es um die Airbag-Systeme etc. geht, Stefan auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Genau. Die Kontaktdaten findet ihr natürlich hier in der Videobeschreibung. Und einfach Fragen stellen, wir geben gerne die Unterschiede bekannt dementsprechend. Man kann sich sein eigenes Bild drüber machen. Absolut. Und jetzt danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Stefan, dir nochmal vielen lieben Dank, dass du dir die Mühe gemacht hast und in deinen Videos mit dabei gewesen bist. Und ich sage ciao. Und ich sage noch toi, 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 sitzen bleiben. Ich mache es. Gut. Ciao. Tschüss.